Leute, wir haben heute Folgendes vor. Ich möchte heute von dieser Dashcam, wäre diese hier, ob sie jetzt gut ist oder nicht, kann ich euch nicht genau sagen. Also ich bin damit zufrieden, sie erfüllt ihren Zweck und tut das, was sie soll. Im Vergleich mit anderen, ja, müsst ihr selber herausfinden. Das, was ich vorhabe, ist das Kabel von dieser Dashcam hier zu verbauen, weil das hier natürlich kein Zustand ist. Der Nachteil, beziehungsweise warum überhaupt es dazu gekommen ist, ich habe hier bereits ein Kabel verlegt. Das ist allerdings ein Mini-USB-Anschluss und diese Dashcam benötigt einen Micro-USB-Anschluss. Und ja, ich habe das einmal mit einem Adapter probiert von Mini-USB zu Micro-USB. Das hat aber nicht geklappt, weil die Dashcam selber, das Kabel habe ich dann hier lang gelegt unter die Mittelkonsole und hier einen Zigarettenanzünder verbaut, den ich quasi von hinten, vom Fond, hier hinten, rausgenommen habe. Ja? Ich habe ihn quasi da rausgenommen. Normalerweise ist da ja einer drin, aber der wird da nicht genutzt, also habe ich ihn nach hier verlegt. Und dann von der Dashcam ganz normal hier anschließen und dann ist das Ganze zu und ja, man sieht es nicht. Allerdings hat dieses Netzteil, sage ich jetzt mal, nur 1 Ampere und das reicht scheinbar für diese Kamera nicht aus. Wir haben es mehrmals probiert, es hat nicht geklappt, die geht irgendwann mal aus oder macht ihren Job halt nicht. Ne? Weil das normale Ladekabel von dieser Dashcam hat hier so einen Adapter, wo man zusätzlich noch irgendwas aufladen könnte. Und hier stehen 3,4 Ampere. Das heißt, die Kamera selber braucht 2,4 Ampere und dann / 1 Ampere. Und hier ist auch genau gekennzeichnet, Moment, wo die Kamera angeschlossen werden muss. Ja? Also in diesen roten Bereich, sage ich jetzt mal. Ne? Ist auch mit Farbe. Moment, wir schalten mal kurz auf bessere Sicht. Jo, ne? Ja, und das Ganze werden wir jetzt versuchen, mal hier zu verlegen. Dazu werde ich als erstes die Batterie abklemmen. Anschließend Batterie abklemmen, weil wir hier an die elektrischen Teile rangehen wollen und eventuell das ein oder andere abklemmen. Anschließend dann hier diese Verkleidung abmachen und diese Schale hier abmachen und hoffen, dass das schon reicht. Wenn nicht, dann müssen wir halt die komplette Mittelkonsole einmal rausnehmen. Sehen wir dann aber im Verlauf. Zum Batterieabklemmen öffnen wir die Klappe hinten. Hier ist so ein Splint oder Basis Klipse. Ziehen wir raus, legen ihn hier hin und drehen mit einer 10er Nuss diese Schraube hier ab und nehmen die Klemme ab. Legen irgendeinen Stoff dazwischen, so dass wir nicht wieder Kontakt plötzlich bekommen oder irgendwelche Kurzen kriegen. Und dann sollte es gut sein. Denkt daran, nachher hier irgendein Tuch hinzulegen. Wenn die Heckklappe zugeht, kriegt ihr die nicht mehr auf, wenn ihr keinen Strom habt. Dann müsst ihr von innen über die Notöffnung quasi die Heckklappe öffnen. Legt ihr hier nachher einen Lappen drauf und dann ist alles gut. So, als nächstes nehme ich diese kleine Klemme ab. Dazu benutze ich so ein Plastikwerkzeug. Achtet darauf, dass er sauber ist. Ich habe eigentlich ein Werkzeug extra für den Innenraum und ein normales Werkzeug, das, wo ich überall rumschraube. Das, was ich jetzt benutze, ist halt leider für überall, weil ich hier auf dem Parkplatz bin und ja meine Garage hier nicht um die Ecke habe. Aber macht es einfach vernünftig sauber und achtet darauf, dass es sauber ist, wenn hier so ein schönen weißen hellen Innenraum habt und dann mit euren dreckigen Fingern alles vollpatscht, dann ist das nicht gut. So, wir klippen das Ganze vorsichtig hier hoch. Nicht mit Gewalt, mit Liebe und Zärtlichkeit. Ist hier an einem Spind befestigt und hier an dem anderen. Und die Teile sind halt hier, die gehen da drunter, ja, deswegen müsst ihr halt von hier aus hochheben und dann wegziehen. Okay, hier gibt es ein Schräubchen hier unten. Ich meine, das ist Torx 15. Wir schauen mal kurz. Okay,
Okay, Torx 20, ich korrigiere. So, und dann mit dem Clipper versuchen wir überall die komplette Blende hier etwas hochzuschieben, zu drücken. Ja. Also einfach ein bisschen vorsichtig rantasten. Diese Geräusche sind völlig okay, wenn es so ein bisschen rumknallt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Hier haben wir schon ein bisschen angehoben. Dann gehen wir hier an die Seite. Moment, wir hängen hier. Richtig zumachen. Und jetzt ziehe ich quasi so ein bisschen in diese Richtung. Hier unten die lösen, weil wir können nicht weiter hoch gleich. Also lösen wir die erstmal. Ganz normal einfach rausziehen die Stecker. Da ist es. Der breite Stecker hier unten, der hier, hier drauf drücken und da drauf drücken. Quasi zusammendrücken und dann rausziehen. So. Hier gibt es noch die Steckverbindung, die die ganze Zeit auch spannend hält. Und, warte, wir machen mal die zu. Das ist etwas angenehmer. Das muss aber rausgezogen werden. Hier unten, also die von der Parkbremse. Das Kabel also nach vorne schieben, ja, quasi in die Richtung. Und das genau in die entgegengesetzte Richtung, also zu uns, ziehen das Weiße hier. Genau. Das wird einfach rausgezogen. So, dann müssten wir eigentlich die komplette Kabellage hier gelöst haben. Vorne müsste noch eine sein. So, jetzt lösen wir hier nochmal. Und hier vorne müssten wir das noch lösen. Hier quasi beide Seiten draufdrücken. Abziehen und den hier. Hier ist so ein kleiner Schieber, den zeige ich gleich mal. Den hier quasi. Den schiebe nach unten und dann lässt er sich da rausziehen. Ja? So, und dann habt ihr diese Einheit schon mal gelöst. Das Schräubchen nicht vergessen. Wow. Ich habe mir übrigens mal so eine Matte gegönnt. Kann ich euch empfehlen. So eine Matte mit Magneten drauf. Ja, könnt ihr auch selber machen, aber ich habe sie mir jetzt gekauft. Ist ganz empfehlenswert. Ne? Man hat das Werkzeug da und zumindest die ganzen Schrauben verliert man nicht. Und ja, sonst sucht man sich immer doof und dämlich, wo alles ist. In dem Fall schmeißt man es einfach in die Richtung und da weiß man, ach, die sind da. Okay, nun wollen wir ja dieses Teil hier quasi rausnehmen, also diesen Stoff. Hier ist eine Schraube, eine T20 ebenfalls. Ja, diese hier ist natürlich kürzer als die andere. Ja, merkt ihr? Das heißt, die kurze kommt hier rein, die lange kommt da rein. Und dann müsste sich das langsam lösen. Schauen wir. Hier die Knöpfe. Kann man die sehen? Die dürft ihr nicht vergessen. Drückt ihr nach hinten. Vorsichtig. Ja, doch. Ich habe gedacht, ich muss die Blende hier hinten abmachen, aber das geht anscheinend auch so. Jetzt zieht sie quasi nach vorne raus. Auch hier gibt es natürlich sehr viel Kabellage. So, dazu lösen wir erstmal die Telefonhalterung. Mit der einen Hand geht ihr hier drunter und drückt quasi entgegen und mit dem Clipper arbeitet ihr euch hier in diese Richtung an. So, haben wir schon mal das Kabel hier. So. So, und hier
kann man den hier lösen, hier drauf drücken und abziehen. Geht ein bisschen schwer. Den hier einfach abziehen. Die hier ebenfalls einfach abziehen. Und hier hinten noch einer. Könnt ihr gar nicht verwechseln, falls ihr Angst habt, dass das hier ein bisschen zu viel Kabellage ist. Der ist nämlich vierpolig und der ist nur zweipolig. Also ruhig rantrauen und dann habt ihr dieses Teil hier erstmal ausgebaut. So, als nächstes löse ich hier diese Airbag-Abdeckung. Dahinter befindet sich eine Schraube, und damit ich hier diese Verkleidung da lösen kann. Hier müsst ihr mit einem ganz, ganz spitzen Gegenstand und einmal draufdrücken. Mal gucken, ob mir das jetzt gelingt hier. Hier, der Zug ist angekommen, wir können losfahren. Also hier draufdrücken. Und hier mal mit so einem spitzen Gegenstand drunter gehen. Der Gegenstand sollte spitzer sein als den, den ich jetzt habe. Ganz normale Klipse hier an der Seite. Abziehen und das war's. Das müsste eine 20 oder 25er Torx sein. Wir prüfen. 25. Ziehen wir die Verkleidung vorsichtig in die Richtung erstmal ab. Also erstmal nach da, und dann müssen wir sie quasi nach vorne, also zu uns quasi nach hinten rausholen. So, nicht nach vorne, sondern nach hinten. Das lösen alles. Gucken wir, ob hier alles gelöst ist. Jo, der Clip ist auch gelöst. Hier hinten ist noch ein Clip, den zeige ich gleich. So, haben wir. Jetzt vorsichtig rausziehen. Ist ein bisschen kacke die Arbeit, aber was soll's. So, hier sind drei Klipse. Einmal der hier hinten. Einmal der ist jetzt hier reingefallen. Muss ich mal kurz rausholen hier. So. Ich merke, der ist schon nicht mehr so ganz heile. Genau, und hier wird es ja mit der Schraube befestigt. Das ist der Airbag. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr daran rumfummelt. So, als nächstes müssen wir das Kabel hier rausziehen. Ich habe einfach das Dach so ein bisschen runtergesetzt und das Kabel da reingeschoben. Und genauso ziehen wir es wieder raus. Wenn ihr das nachher verlegt, macht es euch so, dass ihr so ein bisschen mehr Spiele habt, also ein bisschen mehr Länge, Kabel lässt, damit ihr hier gegebenenfalls, einmal zurück bitte, genau, damit ihr hier gegebenenfalls um den Spiegel auch nach links herum stellen könnt, je nachdem, wo ihr die Kamera haben wollt, hier in dem Bereich oder da in dem Bereich halt, ne? Weil manchmal ist das so, man stellt sie hin, jetzt will man sie aber ein bisschen tiefer haben und dann reicht das Kabel nicht, also lasst euch so viel Spiel unter das Dach, so dass ihr da vernünftig arbeiten könnt. Hier würde ich darauf achten, dass ihr mit dem Kabel nicht über den Airbag geht. Ja? Schön außenrum, so dass man quasi nicht mit denen in die Bredouille kommt. Okay. So, danach löst ihr das Teil hier. Ihr seht schon die Plastikabdeckung in hier. Ein bisschen Probleme. Dann die Steckverbindung einfach rausziehen. So haben wir schon mal einen besseren Zugang hierzu, und ihr könnt dann sehen, wo ich das Kabel quasi hier verlegt habe. Ne? Hier lang, hier rum. Und dann habe ich es. Moment. Damit ihr sehen könnt, wie ich das Kabel verlegt habe, weil ich habe es ja quasi hier unten lang gelassen,
hinter dem Handschuhfach und dann hier hoch. Dazu werde ich jetzt das Handschuhfach ausbauen. Wir haben hier ganz viel Kram, der da nicht hingehört. Einmal hier eine Schraube. Einmal hier unten müssen das. 1, 2, 3. Das war's, glaube ich, die 3. Dann einmal hier in der Senke hier eine Schraube. Ich meine, das sind alles Torx 20er. Torx 20, ja genau, 20er waren das. Okay, ich schätze mal, das ist irgendwie für die Fahrzeuge, die etwas besser ausgestattet sind, wahrscheinlich mit einem Wechsler oder so. Kommt das dahin? So, wir gucken mal, ob wir vielleicht schon unser Kabel erkennen können irgendwo. Ja, es ist nämlich hier. Ich habe es hier hinten verlegt. Ich hatte damals das Kabel verlegt, da war die komplette Mittelkonsole und das Armaturenbrett abgebaut, weil das Fahrzeug damals einen Nässeschaden hatte. Und ich versuche euch das mal zu zeigen. Es ist da verlegt worden. Da hinten lang, hier hinten rum und so weiter. Den Aufwand werde ich mir jetzt natürlich nicht machen, sondern ich mache es ja so unkompliziert wie möglich. Ich gucke mal, wie weit ich da mit der Hand durchkomme. Einen Moment, was ist das hier für ein Kabel? Achso, ja, hier. Hier ist ja schon quasi meine Hand. Und dann könnte man ja das Kabel hier hinter, seht ihr das? Schon mal hier unten. Mein Finger kommt quasi hier rum. Sieht man das? Hier. Ne? Hier hinterlegen, das Kabel. Dann hier die Hand übergeben und das Kabel durchziehen. Und einmal quasi in diese Richtung legen. Nach unten. Aber ich schau mal kurz, ob wir überhaupt da hinkommen. Da wird eher schwieriger. Dann würde ich vorschlagen, wenn ihr das macht, legt ihr das Kabel von hier ganz normal, dann geht ihr hier lang, hinter der Dichtung, hinter der Abdichtung, geht hier unten rum. Hier unten ist ja die Verkleidung für den Innenraumfilter. Legt sich quasi dahinter lang und dann klippt ihr das hier aus. Genau. Die Schraube lösen, das Teil nach vorne auslösen. Das machen wir jetzt auch, damit wir das mal zeigen. So, das schieben wir jetzt nach vorne. Hier ist das, hält sich das fest hier. Einmal an den Clips natürlich. Hier an den grünen, das mache ich gleich ab. Und dann wird es hier rausgeschoben. Ja, also abziehen quasi und nach vorne ziehen. Und dann kann man quasi das Kabel hier hinten verstecken, einfach hier lang. So würde ich es zumindest empfehlen, denke ich mal. Man schiebt es quasi hier durch so ein bisschen, so damit man nicht alles abschrauben kann oder muss. Hier drunter müsste gehen. Schauen wir. Ja, sehe ich zumindest so, dass das so geht. So, als nächstes werde ich unten die Verkleidung hier lösen vom Innenraumfilter. Dazu gibt es hier ein paar Schrauben. Die eine, hier die zweite. Und ich meine, nee, das war's. Und danach wird das Teil hier rausgezogen. Das will ich lösen, damit ich nachher das andere Kabel quasi hier unten verlegen kann, ja? Weil das, was ich jetzt habe, ist ja quasi hier lang und hier runter. Und das wird viel zu kompliziert sein, das nochmal nachzumachen, als hier die Armatur gefehlt hat. Also nicht da drauf war, war es einfach. Aber jetzt will ich denselben Weg nicht gehen, sondern ja, ich nehme den leichteren quasi unten lang hier rum. Und dann hier raus. Um vielleicht mein anderes Kabel hier leichter zu lösen, werde ich hier die Armatur, also die Blende hier ausbauen und den Luftschacht, damit ich da besser an das Kabel komme und es lösen kann, weil ich das mit Kabelbindern dort auch noch festgemacht habe. So, die zwei Schrauben habe ich gelöst. Jetzt müssen wir hier diese Verkleidung hier abziehen. Hier ist noch ein kleines Kabel für die Beleuchtung. Kurz ab hier. Das klärt sich eigentlich alles wie von selbst. Ach.
Ja, und hier kann man natürlich perfekt irgendein Kabel langlegen. Ne? Das wird man nicht sehen, nicht merken. Und das werden wir hier nachher aber auch so machen. Für mich als erstes erstmal ist natürlich, dass ich meins wieder raushole. Also nicht wundern, wenn das ab ist. Ich muss mein Kabel da halt rauskriegen. Ihr braucht es eigentlich nicht. Ja, ihr könnt es genauso lassen, da unten lang. Dann nehmt ihr irgendein Draht, schiebt es hier durch unter dem Luftschacht. Hier raus, ebenfalls mit einem Draht einfach nach hinten durchschieben, weil das geht hier ziemlich locker, wenn ihr das sehen könnt. Nach hinten durchschieben, hier rausziehen und das war's. Dann ist die Sache eigentlich gegessen. Für euch, bei mir ist es halt jetzt ein bisschen länger. Und jetzt das Teil mal aus hier. Ja, und nach und nach zerlegt ihr so ein halbes Auto, nur weil ihr ein Kabel verlegen wollt. Ne? Jetzt mal Schrauben lösen. Gut, dann braucht ihr bei dem Handschuhfach das, was ich jetzt hier hinten rausgeholt habe mit den drei Schrauben, gar nicht machen. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr das Handschuhfach abbauen wollt, die Schrauben lösen halt. Und die zwei an den Seiten. Nachher beim Wiedereinsetzen schaut drauf, dass dieses Schaumgummi da vernünftig in den Luftschacht reinkommt. So, jetzt können wir auch schon sehen, wo ich das Kabel hier langgelegt habe. Nämlich hier rum. Okay, ich baue jetzt das Handschuhfach aus, damit ich da besser an mein altes Kabel noch rankommen kann. An der Seite gibt es ja hier so einen Anschluss. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, zeige ich euch aber gleich. Aber derselbe Anschluss wie auch da in der Mitte schon. Also hier einmal der an der Seite, wo man hier drauf drückt und quasi es abzieht. So. Dann löst ihr das. Kann sein, dass die so ein bisschen hier dran geklebt sind, so eine Art. Dann gibt es hier noch ein Kabel. Also hier dieser Clipper, die zusammendrücken, die andere Seite und dann halt nach hinten abziehen. So. Auch das hier noch reindrücken, den USB-Anschluss oder was auch immer das hier ist. Ja, den hier quasi, also den USB-Anschluss. Rechts und links zusammendrücken, reindrücken und dann sollte euch das Teil auch jedes Kabel lösen entgegenkommen. So, USB-Anschluss bauen wir wieder ein gleich. So, nun sieht das hier sehr bequem aus. Hier kann man jetzt 1000 Kabel verlegen, wie man möchte. Ihr müsst es, wie gesagt, gar nicht so weit machen. Ja? Also ihr müsst das Ganze hier gar nicht ausbauen, sondern ihr lässt es an der Seite vorbeigehen. Das werden wir auch gleich machen, damit wir das nächste Mal, sollten wir das Kabel wieder wechseln, weil es irgendwie wieder mal einen anderen Anschluss gibt oder eine andere Amperezahl, dass wir uns da nicht so abquälen müssen. Ne? So, nach und nach kriegen wir das alte Kabel hier raus. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir bauen alles soweit zusammen. Und dann werden wir erst das Kabel verlegen. Also ich will euch ja diese Arbeit ersparen, dass ihr den Wagen ja so weit zerlegen müsst.
Deswegen werden wir ihn so weit zusammenbauen, wo ich sage, alles klar, bis hierhin und jetzt Kabel verlegen und dann den Rest zusammenbauen. Gut. So, wir haben jetzt soweit alles eingebaut. Jetzt ist der Zustand, den ihr quasi vor euch haben würdet. Ja? Wir haben an der Seite die Verkleidung da, die eine abgemacht. Dann haben wir hier an der Seite die Verkleidung abgemacht. Das Schaumstoff, das so drin steckt, rausgeholt. Und unten, da wo der Innenraumfilter ist, da, hier an der Seite, den haben wir auch rausgeholt, damit wir das Kabel gleich hier langlegen können. Dann haben wir ja hier die Blende hier abgemacht und diese Tasche da. Da, wo ich auch den Strom quasi für die Dashcam gelegt habe. Wenn ihr das nicht habt, also wenn ihr hier keine Zigarettenanzünder habt, dann könnt ihr das Kabel ja von hier aus quasi weiterziehen bis nach hinten, wenn es euch nicht stört, dass die ganze Zeit hier irgendein Mist rausguckt. Und ja, ich fand es halt blöd, ich wollte es versteckt haben, deswegen habe ich es nach hier hin verlegt. Ich habe auch welche gesehen, die von den Sicherungen quasi hier in den, das Schaufach eine Zigarettensteckdose eingebaut haben. Ja, geht einfacher. Müsst ihr halt selber schauen, womit ihr am besten klarkommt. So, also wir legen jetzt das Kabel einmal hier oben lang. Ich würde mir auch nicht die Mühe machen, da drunter zu kommen. Oh, wir haben hier Operationsschwierigkeiten. Also wir werden das Kabel quasi hier oben lang legen. Und nicht da unten lang. Müsste funktionieren, wenn nicht, dann muss ich die Arbeit halt nochmal machen. So ist das halt. Stecken es hier durch. Irgendwo, wo es gerade passt. Und den Teppich mal ein bisschen runterdrücken. Ja. Hier ist, glaube ich, eine bessere Verbindung. Mit etwas Mühe geht das aber auch. So. So. So, ich würde sagen, wir machen das einfach hier. Guck mal, ob die Länge überhaupt reicht. Ja, müsste so ungefähr hinkommen. Vielleicht noch ein bisschen mehr, ne? Genau. So. Ich würde mal sagen, wir verlegen das einfach hier an der Seite lang. Ein wenig hier zur Seite, ein wenig hinten rum. Wir nutzen vielleicht sogar ein bisschen Kabelbinder, um an den Kabelbaum hier ranzukommen. Ja. Natürlich so verbauen, dass ihr hier die Klappe nicht zubaut. Sonst könnt ihr nachher euren Innenraumfilter nicht wechseln. Genau, ich würde sagen, wir machen das hier, gehen an den Kabelstrang, gehen hier rüber, gehen auch hier rüber. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder hier raus, hier rum. Entweder hier raus quasi und dann rum oder hier unten lang und dann hinter dieser Dichtung. Ich glaube, so machen wir das auch. Hinter dieser Dichtung lang. So, also ich mache es jetzt hier unten lang. Ziehst da durch. So werdet ihr, wenn ihr nachher, ich warte mal, bis der Zug, boah, voller BMWs. Sehr schön. Mehr davon. Endlich mal ein vernünftiger Autohersteller, der hier vorbeifährt.
Wir werden das natürlich so verbauen, dass wir jederzeit das Ding leichter lösen. Das heißt, desto weniger wir abschrauben müssen, desto besser ist das. Deswegen gehen wir hier lang. Danach mit dem Kabel, wie gesagt, nicht hier drüber und dann quasi hier, wartet mal, nicht hier drüber und dann quasi hier rum, das wäre doof wegen dem Airbag, sondern wir gehen gleich hier oben lang. Ne? So, und hier, ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man hier mit dem Finger reingeht. Oh, Moment, ich guck mal. Dann spürt man quasi hier so eine Kante. Kann ich euch gerade nicht zeigen, aber ihr spürt dann hier so eine Kante und ich schiebe das Kabel nicht oben lang, sondern zwischen der Verkleidung und dieser Kante dazwischen. Da hält sich das ganz gut. Und überprüft immer wieder eure Hände, ob die sauber sind. Denn gerade in diesen Bereichen, wenn man dann da rumfummelt, dann sieht man nur noch Dreck. So, und dann hätten wir hier eigentlich schon unseren Job erledigt. Wir haben es hier an der Seite gepackt, hier rum und hier unten rum. Dann können wir ja die Seite schon mal zusammen, beziehungsweise, nee, wir bauen die noch nicht zusammen, wir verlegen alles. Dann bauen wir alles zusammen, sonst müssten wir das eventuell nochmal machen. Ich würde sagen, als nächstes machen wir die Verkleidung hier unten dran. Das gute Stück. Hier sind solche Nasen und da hinten, das hier, wo ich mit dem Finger drauf zeige, das ist das Gegenstück. Da rein mit dem Teil und Kabel mal sauber hin. Vergesse nicht die Beleuchtung anzuschließen. Hier beim Schließen auch darauf achten, dass ihr mit dem Teil hier auch wirklich reinkommt. Ja, sonst hat der Mensch, der auf der Beifahrerseite sitzt, gar keine Belüftung. Das ist halt ein bisschen doof gemacht, finde ich persönlich hier. Was soll's? Es ist, wie es ist. Du kannst natürlich auch ausbauen. Das reinschieben, so. Genau. So. Das ist auch alles schön, alles schicki. Kabel hinten hingelegt. So, und schon sieht man das Kabel nicht. Geht hier vorsichtig lang. Perfekt, was will man mehr? So, wir verschrauben die Abdeckplatte. So, als nächstes an der Seite die Verkleidung wieder dran machen. So, dann das Schaumstoff hier einsetzen. Ja, wartet mal, so war das. Und dann das Teil hier reinsetzen. Ich persönlich empfehle euch, von außen quasi zu schauen. Da sind hierfür, für den und für den hier, Aussparungen. Und hier seht ihr, der hat so eine Nase. Das heißt, ihr müsst quasi da so rein, so rein mit der Nase und dann erst reinsetzen. Ja? Wenn ihr das selbst seht, dann versteht ihr das viel besser. Ist eine fummelige Angelegenheit. Aber so ist es normal. So. Wenn sich das so gesetzt hat, darauf achten, die Dichtung hier. Schön ran. Hier auch.
Und jetzt müsst ihr ja quasi mit euren Klippern in die Löcher. Einen schönen Schlag da drauf und dann spürt ihr auch, dass er richtig fest sitzt und ja, dass hier alles gut ist. Anschließend die Schraube hier rein und die Abdeckung. So, als nächstes lasse ich das Kabel, ich würde mal sagen, ich lasse das hier entlang laufen. Mal gucken, ob es hier reinpasst. Ich kann nicht so reinschieben. Ob man sich diese Mühe machen muss, weiß ich nicht. Ich tue es mal einfach. Dann habe ich Gewissheit, dass es zumindest hier fest ist. Jetzt mache ich hier drunter etwas. Und dann krümeln wir noch das Kabel an der Verkleidung hier durch. Ja, und dann setzen wir das Teil auch schon rein, indem wir natürlich erstmal die ganzen Anschlüsse wieder anschließen. Ihr erinnert euch, Nummer 1. Nummer 2 war hinten. Moment. Na, wo ist denn der? Das war. Na, Moment. Hier. So. So. Dann haben wir hier noch ein Käbelchen und hier noch ein Käbelchen. Mann, wo kommen die denn alle bloß hin? Da. So. Hier hinten war noch der eine, habe ich gerade ein bisschen gesucht, AUX USB. Okay, und dann sollte es eigentlich hier zumindest gewesen sein. Jetzt wollen wir mit den hinteren Schale quasi hier hinten rein. Und das war's. Dann kommt hier die kleine Schraube. So, als nächstes machen wir wieder die Verkleidung hier dran. Beziehungsweise die Blende hier. Also hier ist ein Kabel dahinter, das daran könnt ihr euch ja noch erinnern. Das muss hier einfach dran. Zwei Kabel. Ich glaube, das ist der G-Sensor. Wenn ich mich nicht täusche. Und wenn doch, dann schreibt es doch in die Kommentare. So, jetzt versuchen wir mal da lang zu kommen. Da in diese Nasen. Moment. So. Vorsichtig. Ihr erinnert euch noch an die tausende Kabellagen, die wir hier hatten. Einmal die hier. Dann die hier. Dann das nächste. Viel zu viel Technik. So, und jetzt vergessen wir nicht die Kabel hier hinten. Alles muss irgendwie klippen und einklicken und schön fest sein, sonst habt ihr es nicht richtig gemacht. Okay, damit wären wir hier, glaube ich, fertig. Jetzt können wir das Ganze hier aufmachen.
Nee, das kann ruhig zubleiben. Und dann mit ein wenig Druck nach vorne und nach unten, wenn ihr alles richtig verlegt habt und nichts stört. Ich hoffe, das tut es nicht. Unser Kabel, ich guck mal, ob unser Kabel da nicht stört. Das ist nämlich das neue Element, was wir vorher nicht hatten. Scheint sauber zu sein. So, dann müsste das so aussehen. Dann denken wir wieder nochmal an die Schraube. Und unsere kleine Verkleidung. Die meiste Zeit, die hier drauf geht, ist natürlich die Kabel lösen und wieder anstecken und was weiß ich was. Ja, damit muss man sich halt dann zufrieden geben, dass es halt so länger dauert oder länger dauern kann. Stecken wir das Kabel noch ein. Eingeklipst. So, und dann müsste das ungefähr so aussehen. Zumindest bei mir. Wir schauen mal, ob es auch funktioniert. Dafür brauchen wir die Kamera. So, und als letztes bauen wir noch das Teil hier ein. Ihr erinnert euch, es wurde halt reingeschoben. Also, wenn es rausgezogen wird, dann muss es ja auch wieder reingeschoben werden. Halt mal so fest. Gehen mit den Clippern hier in die entsprechenden Öffnungen. Das seht ihr dann bei euch. Quasi schiebt es erstmal rein. Und sobald ihr merkt, okay, hier ist alles sauber drin, dann müsst ihr das nochmal rausziehen. So, jetzt hier drauf drücken, dann reinschieben. Und dann habt ihr ja noch die zwei Clipper, die hier rein müssen, in ihre entsprechenden Nuten und Löcher. So, und dann haben wir noch das Schräubchen. Das eine, ihr könnt euch daran erinnern. Und das wäre dann fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Batterie anschließen und dann schauen wir mal, ob unser Gerät funktioniert. So, dann schließen wir mal an. Jo. Filmt, ist gut. Ja, und das restliche Stück an Kabel können wir, wie gesagt, einmal drunter legen. Alles da rein stecken und verstecken. Ich stecke es halt komplett unter die Verkleidung, so dass wir jetzt nur noch so ein kleines Stück haben. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder konnte irgendwie jemandem helfen, mal das ein oder andere Bauteil ausbauen zu können. Oder irgendwie ein Kabel einfach verlegen. In dem Fall ist es der einfachste Weg gewesen für mich persönlich. So dass ich quasi das Kabel sehr schnell wieder wechseln kann, sollte es mal wieder ein neues geben oder müssen. Ne? Also dann brauchen wir ja nur die Blende wieder ausbauen, das Teil da ausbauen, einmal an der Seite die Abdeckung und die hier an der Seite und das war es eigentlich schon. Ja, und unten natürlich. Okay, viel Spaß